Also, jetzt nicht direkt beleidigend sein, also das ist jetzt nichts für mich. Hallo, in diesem Video habe ich wieder ein interessantes Zuschauerpaket bekommen. Mysteriös an der Sache ist, der Zuschauer will nicht erwähnt werden. Mal gespannt, was er mir da geschickt hat. Let's go! Ich habe ein Zuschauer-Mystery-Paket zugeschickt bekommen. Von wem? Keine Ahnung. Es ist kein Absender drauf, auch kein Brief dabei. Leider. Aber derjenige, der das jetzt sieht, erstmal herzlichen Dank. Hoffe, da ist jetzt nicht eine gebrauchte Pampers drin oder sonst irgendwas. Ja, wir schauen da jetzt mal rein, was da drin ist und lassen uns überraschen. Ja, Paket steht hier. Relativ groß und schwer. Vorsicht, Glas. Ja. So, ein guter Klöpper auf jeden Fall. Oh, still auf dem Boden. So, mache den mal auf. Seht ihr jetzt zwar leider jetzt nicht, aber ihr sollt euch ja überraschen lassen. So. Ist auf jeden Fall sehr gut gefüllt. Ja, und wir fangen hier mal mit dem ersten Produkt an. Ja. Und zwar ist das so eine Fahrradlampe. Nee, das ist so eine Lampe für spazierengehend, Tracking oder so. Ja. Okay, schon mal ganz geil. Gucken wir mal. Karton war schon mal geöffnet. War egal. Ja. Ach, okay, so geht's auch. Nochmal so. Ja, dann haben wir dann hier so eine Lampe mit USB. Alles, das Ding ist also akkubetrieben. Ja, okay, dann hat man dann hier so eine Lampe. Gut. Ah, okay, wenn man nochmal drauf drückt, okay, sieht man jetzt ein bisschen schlechter, wird es so rot. Nochmal, dann blinkt es so rot. Nochmal, glaube ich, das SOS oder sowas, keine Ahnung. Und wieder weiß. Dann haben wir hier noch so ein Teil dabei. So ein Magnetschnapper. Oh, wie geht das denn hier? Also okay, wird dann hier drauf geschraubt. Ja, genau. Dann hat man hier so ein Magnetding. Dann könnte man theoretisch, oder? Ja doch, dann hat man dann hier. Okay, natürlich jetzt in der falschen Richtung. So eine Lampe für. Oder? Moment mal. Ja. Ja, so, cool. Da könnte man jetzt hier schön irgendwas reparieren, basteln und so weiter und so fort. Ja, das Ding ist ja schon mal very nice. Cool. Dann schon mal Daumen rauf. So, erstmal auf Seite legen. Dann haben wir hier Ei-Protein-Mahlzeit Grießbrei. Ja. Ja. Auch ganz cool. Leckere Sache. Mal gucken, ob ich noch Platz habe hier. Dann haben wir hier nochmal Milchreis-Ei-Protein. Hm. Ja, auch ganz geil. Vita Energy, Waldbeeraroma, Taurin, ohne Süßungsmittel, okay. Ja, das ist, denke ich mal, so Art Energy Drink, ne? Okay, steht ja auch Energy drauf. Ja, auch ganz geil. Dann haben wir hier also Art Chips, so Knabbergedöns, Sour Cream. Hm. Auch ganz nett, kann man immer gebrauchen. Mal zum Wegsnacken. Ja, was haben wir hier Interessantes? Glückssträhnen, okay. Okay, da probiere ich jetzt aber nicht aus. Irgendwie so ein komisches Teil, wo man sich die Haare blau mitmachen kann. Hm. Naja. Blaue Haare mache ich jetzt aber nicht. Vor allen Dingen, naja, ab den paar Haaren lohnt sich das auch nicht mehr. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum ich so komisch jetzt hier sitze. Ja, das war in Deutschland. Ja, gut, direkt der passende Artikel hier. Axe. Haben wir dann hier so ein Deo. Ja, mal gucken, direkt mal ausprobieren. Hm, riecht aber sehr fruchtig. Das ist geil. Cool. Das nächste, Der nächste Artikel 3 in 1 ist so eine Art Kaffee. Ja, ja. Instant Kaffeepulver oder so Kakao. Ne, ist Kaffee. Kaffee geht immer. Das nächste Produkt ist, ja, okay. Textmarker.
Kann man immer mal gebrauchen. Mal reingucken, wie die aussehen. Ja, ganz normale Textmarker. Okay. Auch ein Produkt, wo man häufiger nutzen kann, um irgendwas zu markieren oder so. Warum nicht? Also bis jetzt gefällt mir das Paket sehr gut und das Paket ist noch gut gefüllt. Also erstmal vielen herzlichen Dank an den Unbekannten. Leider, weil hättest du mir jetzt einen Brief geschrieben oder sonst irgendwas, hätte ich dich jetzt erwähnen können. Ja gut. Kannst ja unten in die Beschreibung vielleicht mal reinschreiben. Ob du es warst, RCS, könnt ihr unten reinschreiben. Ja, hallo, ich habe dir das Paket geschickt und so weiter. Ach, okay, es wird wahrscheinlich noch Trittbrettfahrer geben. Also, na gut, schauen wir mal. Ja, dann haben wir hier das nächste Produkt. Vitamalt Sport. Ja, kann man sich auch mal geben. Ist zwar immer so eine sehr süße Geschichte. Aber egal. Ja, dann haben wir nochmal so Cracker. Ja, wieder die gleichen. Gut. Brauchen wir jetzt nichts dazu zu sagen. Was haben wir hier? Okay. Ja, okay. Dose Sauerkraut. Wenn jetzt nur die Mettbrötchen. Ja, die Mettwürstchen. Ja, schön damit Püree. Gute Sache. Kann man immer essen. Weil ihr kennt ihr das? Ich liebe das, wenn man dann an die Theke geht, sich so einen Beutel Sauerkraut machen lässt. Also direkt frisch aus der Theke und dann so einfach so. Mega geil, mega geil, mega geil. Was haben wir denn hier? Was hat denn? Handcleaning-Gel. Reiniges Handgel. 60% Alkohol. Ne. Also, so, was hat der für ein Quatsch? Warum schreibt man 60% Alkohol und 60% Alkohol? Ne, könnt ihr selber lesen. Einmal 60% Alkohol hätte doch erreicht, oder? Ja, nun. Ich denke mal, das ist so eine Art Desinfektionszeug. Ja, irgendwie sowas ist das. Ja, probier mal was. Ja, oh, riecht aber lecker. Riecht aber. Ah, richtig geil. Nice. Ich hätte jetzt gedacht, das riecht jetzt so. Also komisch, Desinfektionszeug. Das riecht ja manchmal so ein bisschen erbärmlich eklig. Weil ist das dann auch so. Kennt ihr das auch? Dann nehmt ihr euch und. Und dann reibt ihr euch damit ein und dann kleben die ganzen Finger und so weiter. Ekelhaft. Was machen wir denn hier? Linsenwaffeln. Da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Allgemein die ganzen Waffelgeschichten. Gut. Irgendeiner wird sich schon in der Familie finden, der das wegsnacken will. Weil es so schön war, haben wir das gleiche nochmal. Ja. Wie gesagt, findet sich immer einer, der sowas isst. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir gerne auch weiterhin Pakete zuschicken. Also ich finde das mega interessant. Und ihr könnt ja natürlich auch einen Brief dazu schreiben, wenn ihr erwähnt werden wollt. Deswegen, ja, wäre cool. Normalerweise so Lebensmitteltests wollte ich eigentlich jetzt nicht mehr so viel machen. Aber wenn es Überraschungspakete, Mystery-Pakete sind, perfekt. Weil das ist immer sehr spannend. So ein bisschen wie Weihnachten. Jupp. So, ja, okay. Kommt mir bekannt vor und sehr oft gehabt. Boah, leck mir den Dash. So, Kaffee, kalter Kaffee. Ja, ist auch nicht so meins. Ja, jetzt kommt wieder was für mich hier, ne? 100% Premium Drink. Okay. Ein Premium Energy Drink, okay. Das ist Wodka mit Energy Drink, oder? Da bin ich jetzt auf dem falschen Trichter. Muss schon mal kurz gucken. Koffeinhaltig. Nee, ist gar kein Wodka drin. Oh, okay. So ein reiner Energy Drink. Ja. Das Zeichen, das kenne ich eigentlich von so irgendwelchen Wodkaflaschen, ne? Ja, gut. So eine Energy Dose. Okay. Ja, und dann geht es natürlich direkt weiter jetzt. Sugar Free Energy. Ja. Energy geht immer. Perfekt. Langsam habe ich keinen Platz mehr auf dem Tisch und es geht immer noch weiter. Also, Leute, das war schon richtig geil hier. Dann haben wir noch mal Energy Drink. Peach Mango. Ja. Auch wieder zuckerfrei. Ist sowieso geil, weil ich bin eigentlich ein Typ, der gerne Energy Drink. Also Energy Drink trinkt. Meine Fresse. Was ist denn, Leute, los?
Und ja, in letzter Zeit immer mit Zucker. Jetzt habe ich mal versucht, die zuckerfreien Geschichten. Ja, kann man trinken. Hier zum Beispiel, da trinke ich jetzt die ganze Zeit auch zuckerfrei. Ja, gibt es beim Aldi für ein paar Cent. Schmeckt ganz okay. Ja, nehmen wir uns auch gleich mal einen Schluck. Let's go, jetzt geht's weiter. Und zwar, ja, kommt mir auch bekannt vor. Gab es irgendwo auch mal irgendwo in so einer Tüte oder sowas. Einfach ein leckeres, helles Bier. Schmeckt übelst geil. Bin ich voll der Fan von. Also da könnt ihr mir von mir aus mal ein paar Flaschen schicken. Keine Ahnung, wo es das überhaupt gibt. Ich habe es leider noch nicht im Laden irgendwo gesehen. Aber das ist ein Bier, das trinke ich super, super gerne. Ja, meine Güte, wohin denn damit? Eieiei. Dann nehmen wir mal was Kleines hier. Ach ja, ist ja ganz niedlich, ne? Unterwegs. Ganz praktisch, weil ich habe auf der Arbeit letzte Woche Tomaten gegessen und Gurken. Da musste ich mir vom Kollegen den Salzstreuer leihen. Ja, und jetzt habe ich zwei kleine, die sind perfekt für die Arbeit. Cool. Genau das, was ich brauche. So, ein bisschen staubig hier. Ja, Putzetee. Mit Tee zum Futzen. Ja, auch ganz cool. Ist langsam, wird der Platz ein bisschen knapp. Oh, ja, und schon. Jawohl, das, ne? Der Bulle in der Dose. Red Bull. Geht immer. Perfekt. Langsam muss ich hier anbauen. Was haben wir denn hier? Bergkräuter. Was ist denn das Gutes? Naturbelassenes, edles Alpensalz. Okay, das ist ja mal geil. Henkensalz. Da bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Das hört sich sehr interessant an. Leider ein bisschen klein. Wenn es schmeckt, dann ist es ja schon weg. Ist ja blöd. Ja. Ich werde langsam alt. Immer diese Bückerei. Dann haben wir hier, jo, wie nennt man das? Tacker? Ja, ein Tacker. Ja, ganz cool. Auf jeden Fall ein Markenprodukt, auch sehr schwer. Brauche ich zwar jetzt nicht so häufig, aber wenn man es mal hat, wenn man es mal braucht, dann hat man es. So ganz ehrlich, ganz geil. Coole Sachen hier. Was haben wir jetzt hier? Cleaning. Ja, für ein reichhaltige Gesichtspflege. Mein Gott, ist das klein. Okay. Irgend so eine aus Porzellan auf jeden Fall. So eine Porzellanflasche. Ja. Und so ein Cleaner fürs Gesicht. Gucken wir mal. Wie geht das jetzt hier? Ich habe keine Lust, mich jetzt hier zu versauen. Nee. Nee. What the fuck? So. So. Schauen wir mal hier, ne? Pumpi, pumpi, pumpi. Dann kommt dann hier so ein Nummes. Ja. Und wenn ich morgen voll die Pickel habe, dann wisst ihr Bescheid. Ja. Ja, trüsch noch nicht viel. Klebt nicht. Ja. Und ein bisschen erfrischen, kühlend auf jeden Fall, ja. So. Okay, ne? Okay. Einfach mit Öl. Mit Öl. Oh Mann, Leute. Mit Wasser. So, ja. Sieht ein bisschen schlecht ein, habe ich das Gefühl. Aber gut, warten wir mal ab. Dann haben wir. Was ist? Haferkraft, Banana. Ja, so, jo. Banana. Bion, Banana. Ja, können wir mal wegsnacken, mal probieren, ob das überhaupt schmeckt. So, das habe ich noch nie gegessen. Riecht komisch. Harter Tag. Ja. Banane kommt durch. Schmeckt komisch. Bäh. Also, wenn Sie direkt beleidigend sein, also das ist jetzt nichts für mich. Das soll jetzt keine Beleidigung an denjenigen sein, der das geschickt hat. Boah, das war schwer zu essen. Ne? Ja, dann haben wir hier Textmarker von Lidl. Wie kommt man denn an die Dinger? Ich habe noch nie gesehen, dass Lidl Textmarker hat. Ja, so sehen die aus. No.
Okay, keine Ahnung. Vielleicht auch so in einem, Büro gemobst oder so, keine Ahnung. Dann haben wir Cola Zero. Geht natürlich auch immer. Ja. Und das perfekte zu Cola ist. Ja, wieder was für Daddy. Und zwar. Na, komm, Kamera. Jack Daniels in Apple. Mega geil. Also in Kombi. Sehr geil. Ja, Leute. Das ist ja mal richtig viel Zeug gewesen. War ja ein anstrengendes Video. Hoffe, das Video hat euch gefallen, weil leider Karton hier, Ali, leer. Aber wie gesagt, war ja groß, voll. Und ich habe hier noch eine Kiste stehen, da sind so verschiedene Getränke drin aus verschiedenen Ländern. Also abonniert den Kanal, falls ihr das mal sehen wollt. Wann das Video kommt, kann ich euch jetzt noch nicht sagen, weil ich habe noch ein paar andere Sachen, die müssen zuerst gemacht werden. Ja, hoffe, das Video hat euch gefallen. Let's go und abonniert den Kanal und ciao, bis zum nächsten Mal.